So, Rainer, jetzt ist die Aktion für dieses Jahr endgültig am Ende. Wie viel Geld ist denn zusammengekommen? Ja, in den letzten Tagen ist überraschenderweise sind noch mal 110 Euro eingegangen, mit denen ich überhaupt jetzt gar nicht mehr gerechnet habe. Geht natürlich auch wieder an die beiden Organisationen. Es sind jetzt insgesamt 2210 Euro. Nächstes Jahr, hast du gesagt, musst du dir noch mal überlegen, ob ihr noch mal was macht. Ja, wir müssen ja erstmal schauen, wie es mit meinen zwei Schirmherren aussieht, ob die im nächsten Jahr noch bei uns sind. Natürlich würden wir schon gerne nochmal was mit denen machen, wir sind jetzt ein eingespieltes Team. Aber wie gesagt, das sind ja viele Faktoren, die da jetzt reinwirken und muss man erstmal abwarten, wie es im Sommer aussieht und dann auch wieder im Winter. Ja. Gut, gewonnen hat Michael Leheker, ne? Ja, genau. Ja, Platz haben wir schon ausgesucht halt, das kommt in den Rahmen und neben dem Fernsehen oder über dem Fernsehen halt an der Wand halt, das wird toll. Ja. Freue mich riesig. Wie viel Geld hast du denn eingesetzt? 30 Euro. Oh, das Spende. Ist ja schon gut, ne, oder? Was war so der Schnitt pro Spende? Kann man so eigentlich gar nicht sagen. Das waren Beträge von 10 Euro bis 100 Euro aufwärts. Gut, übergeben wird heute der Minus. Der Mario ist beim Einkaufen stecken geblieben. Das ist kein Problem, das kann passieren. Minus, dir geht es ja wieder besser, wie wir wissen. Und ja, vielleicht sehen wir dich ja schon am nächsten Samstag wieder auf dem Platz hier unten im Ludwigsparkstadion. Kann sein, kann sein. So, dann walte deines Amtes. Ja. Hier ist das Trikot. Vielen Dank. Kuras Nummer 23 mit Mario zusammen. Vielen Glückwunsch. Danke, danke. Ich hoffe, das wird gut aufbewahrt. Wie gesagt, am meisten freuen wir uns halt, dass es dir besser geht halt. Ja, und geht's weiter halt. Dankeschön. Wobei ich muss jetzt sagen, die Unterschriften kommen auf Blau gar nicht so gut rüber, aber egal. Nein, also man sieht das schon, dass die ganze Mannschaft unterschrieben hat. Ja, weil ich sage, man sieht es, also im Weiß hat man es eindeutig besser gesehen. Man sieht das schon. Ja, super. Genau. Michael, man hört bei dir, dass du von woanders her kommst. Was genau, ist dein Hintergrund? Ich bin Wahlsaarlander halt. Ich komme aus den USA, wohne aber seit 1996 hier in Saarbrücken. Und bin auch seit 96 FCS-Fan. Ja, wie ist das gekommen? Einfach nur, weil es der Club ist hier im Ort, oder? Genau. Ich habe einfach angefangen, halt in Ludwigspark zu gehen, halt. Und ich bin so froh, dass wir wieder da sind, halt. Und dass zumindest bisher halt die Spiele mit vollem Publikum genießen können, halt. Leider geht das nicht mehr, aber natürlich halt geht es Gesundheit vor, halt.